Grüß euch. Zuerst spricht heute der Bierkanzler. Für die, die mich noch nicht kennen, aus der Bierkanzlei aus dem 8. Bezirk in der Breitenfelder Gasse Nummer 22. Vielleicht. Hey Schatzl, ich hab was am Laufen. Ich wär mich halt richtig aussoffen. Ich schlepp mich halt von Hieb zu Hieb. Weil ich muss halt richtig geben. Der Wein in der inneren Stadt reicht mir zum Aufwärmen grad. Ob ich das Stanzl singen soll, geh um in Leopoldstadt. Beruhig mich beim Bier, einem großen, zieh weiter Richtung Landstraßen. Dort gespüre ich an Durchstand perfiden, im lösch ich doch glatt in der Wieden. Geh, Schatzl, ich hab was am Laufen, ich werd mich heut richtig aussoffen. Ich schlepp mich heut von weil ich sauf jetzt in Margarinen, da schau ich noch, wen ich noch triff, im Beisel in Mariahöf, da sitz ich ja dann schon beinahe, und eben vom Europa in Neubau, wen wundert's, wenn ich verrot, mein nächster Halt, wen Josef Stroh, yeah. Und in der Früh den Nachtgänger Tag, den Kürzern zieht. Und wenn der erste Sonnenstrahl die letzte Dämmerung da wirkt, dann mach ich auf, in der Jokinette umschlaf. Schönen guten Abend beim Mein Weg. Heute haben wir zwei ganz leibende Musiker da, die haben schon ein paar Mal bei uns gespielt im Jocherl und sie spielen auch sehr viel im 15. Bezirk und in der Umgebung. Hassen die Mundartpädagogen. Es gefreut mich, dass du da seid, Manfred. Für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Wie euer Weg, wie seid ihr zu den Mundartpädagogen geworden, das jetzt seid? Ja, wenn ich anfangen darf, es ist doch eine ziemlich längere Geschichte. Ich werde es versuchen, nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen. Die Mundartpädagogen sind eigentlich ein Entstehungsprojekt aus einer in erster Linie entstandenen Freundschaft, weil ich habe damals als Lokalbetreiber im 8. Bezirk der Bierkanzlei, als Bierkanzler habe ich das Vergnügen gehabt, den Daniel und seine Spätzeln aus dem Internat, aus der Schule im Boden, draußen als die Botschatten bekannt, die über die Grenzen Österreichs hinweg quasi. Ob ich sie kennen muss, der Weltberühmte ist vielleicht ganz, aber war ja immer ein wenig überhalten, aber doch in die Richtung gehen. Und ich habe die Burschen damals kennengelernt und auch in Daniel. Und ja, dann waren sie eigentlich ein paar Mal bei mir zu Gast aus, natürlich in der Bierkanzlei. Und wir haben so wunderbare Geschichten gemacht, wie
weiß ich nicht, Zahl 10, trinkt 12. Das Ganze ist nicht gewesen von großen Bier, ist aber nie zustande gekommen. Aber dafür an einem feuchtfröhlichen Abend haben wir ganz übersehen, dass wir eigentlich am nächsten Tag, das war im Jahr 2014, haben wir dann unseren ersten gemeinsamen Frühschoppen, Austropop-Frühschoppen, gespielt. Nachdem der Vortag ein bisschen später geworden ist, ist der Daniel, glaube ich, gekommen mit ziemlich dunkler Sonnenbrille und ziemlich rote Augen. Und ich nur mit der roten Augen, weil Sonnenbrille bei den optischen nicht so gut kommt. Ja, und wir haben den Frühschoppen gespielt und das ist eigentlich sehr gut gegangen. Und dann haben wir halt so ein paar einzelne Konzerte noch gehabt. Da waren wir aber noch gar nicht die Mundartpädagogen, sondern Daniel Wiener und Manfred Hofmann oder Daniel und Manfred oder umgekehrt, wie man sagen will. Ja. Aber es hat sehr gut funktioniert, weil der Daniel hat immer gesagt zu mir, spiel die so und setz die so hin, dass sie auf deine Finger von der linken Hand sich dann Gette schlägen. Also wir haben sehr üppig, nämlich glaube ich gar nicht irgendwie fast geprobt. Nein, waren, gar nicht. Dann haben wir gesagt, okay, was wollen wir spielen? Ich habe das meistens vorschlagen dürfen, haben meistens dann eine Setlist irgendwie gestrickt und dann ist es passiert. Ja. Und das waren eigentlich sehr wenige Gigs. Ja. Und das Ganze dann ein bisschen abzukürzen dazwischen, dann kam, wie uns allen bekannt, Corona. Mhm. Und in dieser Corona-Zeit haben wir ja alle in der Musikschaffenden oder in der künstlerischen Szene doch sehr viel Zeit gehabt. Vor allem Zeit für uns selber. Und wir haben die Zeit irgendwie genutzt, dass wir gesagt haben, wir haben uns sehr viel zusammengesetzt, haben uns sehr viel mit den zukünftigen Musiktiteln beschäftigt, was war das möglich, haben uns sehr viel auseinandergesetzt mit Zweistimmigkeit auch beim Singen, haben vor allem auch daran gearbeitet, nachdem ich da immer schon irgendwie eine treibende Kraft war, dass nicht alles ich singe im Programm, sondern dass mittlerweile, und da bin ich sehr, sehr froh darüber, dass der Daniel mittlerweile die Hälfte ungefähr vom Programm auch schon singt, was mir sehr taugt. Am Anfang hat er sich müssen konzentrieren, dass er sieht, was du spürst mit der linken Hand. Mittlerweile war das auch nicht witzig. Ja, das kann man auch so sagen. Ja. Ja. Genau, so ist es. Ja, und aus dieser Zeit heraus sind wir dann eigentlich auch gekommen, haben dann die, kurz vorher, ich glaube vor dem Lockdown war das noch, dass wir die Namensfindung gehabt haben. Und nachdem wir beide im pädagogischen Alltagsjob arbeiten, ja, war es irgendwie aufgelegt. Wir singen Mundart, wir sind beide Pädagogen. Also macht man die Mundartpädagogen daraus. Genau. Genau. Ganz logisch. So ist es. So ist der Weg. Magst du was dazu sagen? Ja, wie ist denn da dieser Weg gewesen, bis zu den Mundartpädagogen zum Beispiel? Ich habe damals gespielt in der Bierkanzlei mit den Botschaften und ich kann mich noch erinnern, dass ich habe Bier geholt bei dir und du sagst, na, du spielst aber eh viel, gell? Du hast viel Bands. Nur das, warum fragt er mich das? Und eigentlich, kurze Zeit darauf haben wir schon miteinander gespielt. Am Anfang ungeprobt und weiß ich nicht, vielleicht zweimal im Jahr. Und jetzt das Jahr haben wir, glaube ich, gespielt, 50 Mal. Ungefähr, ja. Also es hat sich dann, ich habe damals noch in andere Bands auch gespielt und es hat sich dann so ergeben, dass wir irgendwie einmal letztes Jahr haben wir, glaube ich, noch 35 Mal gespielt und dann gesagt haben, was schauen, was kriegen wir denn dieses Jahr zusammen. Aber da waren auch die Lockdowns, das hat uns ein bisschen geschreckt. Und wenn du harte Wochenenden hast, spielen wir fast, also da haben wir Donnerstag auch schon fix, spielen Freitag, Samstag und ja, und vielleicht noch eine Probe am Sonntag. Also es ist, Es ist ein ausgefülltes mittlerweile. Ja, ich spiele wirklich viel. Ja, nein, ich sehe es, ich verfolge euch mit Facebook an. Man muss aber dazu auch sagen, wir haben Gott sei Dank wirklich beide das große Glück, dass wir in unseren Partnerinnen einfach eine super leibende Unterstützung haben, weil jo. Ich glaube, ohne dem waren wir beide zwangsläufig Single. Ich glaube, da sind wir alle drei in der Lage, ich weiß, was das heißt. Bierkanzlei, du warst früher Kobra, wie es so schön heißt. Ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil die Idee war eigentlich, ich habe 20 Jahre früher selbstständig gewirkt in einer Firma für Investitionsgüter für die Gastronomie. Ja. Und hab dann, weil die Messen eigentlich in Wien immer schwächer geworden sind, die Gastromessen, habe ich dann gesagt, okay, es wäre doch super, wenn wir einen lebenden Schauraum hätten. Na, den habe ich dann aufgestellt und das war damals dann eben die Bierkanzlei noch nicht, sondern das war eigentlich ein Lokal, das eineinhalb Jahre zu war und
Ich glaube, in der Küche ist man gestanden, aber die Fritteuse mit dem Fett von damals. Und ähnlich hat es im ganzen Inneren auch gerochen. Also man kann sich das bildhaft vorstellen. Naja, und dann habe ich überlegt, und ein Kunde von mir damals, der liebe Leserin Thomas, der hat damals das Bieramt 2 Jahre vorher aufgemacht am Heimmarkt. Und ich habe mir gedacht, naja, für Bieramt ist die kleine Hütte mit 69 Quadratmetern zu klein. Wir nennen es Bierkanzlei. Amt ist zu groß, wir nennen es Kanzlei. Und so ist die Bierkanzlei entstanden. Und dann haben wir ein Beisel mit Kuchel eigentlich mit Wiener Küche betrieben. Mit sehr wenig, zu wenig Sitzplätze. Und irgendwann war dann die Thematik, ich wollte nicht mehr, ehrlich gesagt, die Doppelbelastung mit Selbstständigkeit und Lokal und irgendwie hat sich alles ein bisschen zugespitzt. Und dann habe ich mir einfach gedacht, nein, wollte es meiner damaligen Kellnerin verkaufen, aber das hat sich da anders entwickelt. Und im Endeffekt sind wir auf heute oder morgen nach dem Urlaub sind wir da gestanden vor der Entscheidung, entweder wir sperren es zu oder wir machen ganz was anderes. Und dann, nachdem wir schon damals 3 oder 4 Straßenfeste als, nicht als Benefiz, als reine Benefiz, aber fast als reine Benefizveranstaltungen durchgeführt haben, damals zugunsten der Teurer, dieser Biker für Kindergeschichte, mit Straßenfesten mit weiß nicht, bis zu 1200 Leuten, 12 Bands, das war ein Riesending damals. Und wir waren da recht aktiv, wir haben einige Musiker kennengelernt, habe inzwischen dann auch in Daniel kennengelernt, auch schon einmal. Und vor allem war es dann so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen eine Musikbeisel. Ja. Und dann sind wir halt ins Geschäft gefahren, haben eingekauft, eine Mischpult, 2 Boxen, haben das installiert. Der Hermann Bosch damals hat dankenswerterweise für der frisch ausgemalten Hintergrundfassaden hat den ersten Gig damals gespielt, kann ich mich erinnern. Das hat sich dann ausgewachsen auf, weiß nicht, teilweise 5, 6 Live-Gigs pro Woche in unserer kleinen Kascheme. Und es waren ganz unterschiedliche Acts und da habe ich die Bierkanzlei vor allem schon so lang gehabt mittlerweile, dass ich dann irgendwann einmal zum einzigen nicht wählbaren und auch nicht abwählbaren, nämlich zum Bierkanzler geworden bin. Und die Bierkanzlei ist mittlerweile jetzt schon seit 2017 ist es Geschichte, aber witzigerweise, die Leute reden mir heute noch sehr oft und häufig genau mit dem Titel an. Na, wie soll ich immer dazu? Den kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr weg. Den kriegst du nicht mehr weg. Genau. Dani, was hast du von deiner Geschichte gemacht, bevor du mit Musik generell angefangen hast? Hast du immer schon den Weg in die Musik gewählt? Nein, gar nicht. Oder? Ich habe mit 10 Klavierunterricht gehabt und da war ich 3-mal dort und dann habe ich ganz stark Nägel gebissen in der Zeit. Okay. Und der Lehrer hat zu mir gesagt, nein, mit dem Nägelbeißen müssen wir schon aufhören, wenn wir Klavier spielen. Da bin ich nicht mehr gegangen. Also ich war 3-mal Klavier, ich war Asien, ich darf ein Nägelbeißen dort spielen, Klavier. Das macht mir keinen Spaß mehr. Dann habe ich es eigentlich... Mein Vater hat in einer Kommerzband gespielt. Nein. Also Bälle und Hochzeiten und so. Damals nur live, noch nicht mit MIDI. Der hat dann auch aufgehört, wie das dann umgeschwenkt ist. Dann haben alle nur mehr mit MIDI gespielt. Mhm. Und da hat er gesagt, das macht aber eigentlich keinen Spaß mehr. Genau, dann bin ich ins Internat nach Baden gegangen und habe Sozialpädagogik studiert. Und dort hast du als Unterrichtsfachel Gitarre gehabt. Nein. Blockflöte, da war ich auch nie dort, aber Gitarre. Und um Gitarre war sie eigentlich... Das hat mich gleich mal erwischt. Da habe ich meine erste Freundin gehabt, die hat mich dann verlassen mit 15 und war mit meinem besten Freund zusammen. Das war auch mein Zimmerkollege, also das war ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mich ins Gitarrespielen gestürzt und das war die schönste Zeit überhaupt. Das glaube ich. 10 Stunden, ich bin nach der Schule heim, habe in das Internat, habe die Hausaufgaben angeschrieben und dann habe ich gespielt von 4 am Nachmittag bis um 2 in der Nacht Gitarre. Und das ist ja das Schöne an dem Instrument, es geht am Anfang so viel weiter. Ja. Und du ein Ding nach dem anderen, das ploppt alles so auf. Das eröffnet sich eine Welt. Und mein Gitarrenlehrer damals hat gesagt, naja, wenn du wirklich Interesse hast, hör da auch die MTV Unplugged-Platten von Clapton. Mhm. Ich habe nicht einmal gewusst, wer der Clapton. Also keine Ahnung. Wer ist Clapton? Ja. Und ich kann mich erinnern, und damals war ich in Baden beim Libro und die haben die gehabt, die haben das gleich gekauft und habe das im Internatszimmer in CD-Spieler reingegeben und das hat mich verschlagen. Das war, wie wieder so eingekippt. Und dann haben wir Schulband gegründet und ja, da haben wir halt ein paar Gigs in Baden gespielt. Und nach Baden, nach der Matura, bin ich nach Wien gekommen. Und da hätte ich eigentlich studieren sollen. Also
habe ich eine Wohnung gehabt mit einem zweiten, der hat Bass gespielt. Alle irgendwie, am Anfang haben wir alle Gitarre gespielt und ich bin eigentlich da, also ich habe dann alle irgendwie angehört. Und der eine hat Bass gespielt, der andere Schlagzeug. Und da haben wir auch, da bin ich fast nie auf die Uni gegangen und bin daheim gesessen und habe Gitarre geübt. 2 Jahre lang. Also haben wir alles reingezogen, was, so irgendwie, was ich unter die Finger gekriegt habe. Und dann hat das begonnen, dass ich langsam live gespielt habe. Mhm. Und da war natürlich die Bikanzlei ideal, da hat man ein bisschen ausprobieren können, ja. Wie ist das? Und wie kommt es an? Weiß ich nicht, das war, ich maturiere 2007, also es muss sowas wie 2007, 2008 gewesen sein. Genau, und dann immer mehr und dann kommen Bands auf dich zu, dann steigst du da, bist du Substitut, dann habe ich gespielt mit Uli Bär bei Lichtwärts, wo dann der Organisator gestorben ist, das hat sich leider aufgelöst. Mhm. Große Konzerte, dann war ich auf Stadiontournee mit About Kings, das ist eine Steirer-Partie. Naja. Also der eine ist Army, aber sonst sind es Steirer. Ja genau, und so hat sich das ergeben. Und so halt immer weiter das. Dann haben wir eine Hip-Hop-Partie gehabt, Funk-Hip-Hop-Partie mit der Sheila James. Dann haben wir noch eine Band gegründet, also zur Hochzeit. Also es hat Zeiten gegeben, da haben sie mich immer gefragt, in was für Band spielst du? So, ja, das ich weiß, halt, mit dem spielen du, mit der Sängerin und halt überall ein bisschen. Ne? Und ihr müsst euch einmal live geben. Wenn er eine Soli eine hat, ich sag nur Hut ab, also wir stehen jedes Mal ehrfürchtig. Nein, wirklich, Dani, du bist punkto den. Uns flasht es jedes Mal. Ich kenne aber viel bessere Gitarristen nach. Es gibt ja, immer bessere. Ich wollte es gerade sagen, jeder sagt, na, der Clapton war der Urgitarrist. Es gibt bessere als den Clapton. Der Clapton war gut, keine Frage. Und ich möchte so spielen können, ein Bruchteil von dem, was der kann. Aber ja, und ihr passt wunderbar zusammen. Also, und das hat sich halt gut ergeben. Wir haben gleich mal auch durch das. Natürlich haben wir uns dann viele Sachen ausgecheckt, aber es war gleich mal so, der Manfred hat vorher viele Solo-Konzerte gespielt. Und ich habe mich eigentlich immer nur bei, weil ich mich nur dazu gehängt. Ja. Das ausverziert und drüber gespielt, wenn es passt hat, wenn nicht. Und wir haben irgendwie so eine Chemie geschafft, dass wir uns sehr spüren gegenseitig. Ja. Das ist natürlich zu zweit einfacher als zu fünft, aber wenn wir zu zweit auf der Bühne sind, sind wir gleich mal. Also er kann mich eigentlich lesen, ja, und ich eher, ohne dass man viel sagt. Ja. Nein, das merkt man bei euch zwar. Also wenn man bei einem Konzert einmal von einer war und sich ein bisschen beobachtet und ein bisschen ein Gespür hat, dann merkt man das, dass ihr zwar da irrsinnig gut harmoniert. So sollte man es nicht, nur so ist es auch Tatsache. Das Einzige, was halt ist, du bist eher der, der die normalerweise Sprache erfunden hat und du bist eher der Ruhige, ja, der halt dort sitzt sein, und schickt dein Spiel. Ja, es kommt drauf an. Es gibt schon auch Tage, wo dann der Daniel da auf seine, sag jetzt einmal, 15-20% Redeanteil kommt, so ist es nicht. Ne? Aber im Normalfall, ja, führe halt ich eher meistens durchs Programm und ja, ich muss das irgendwie ausgleichen, was mir natürlich da angedosenmäßig gefällt, das gleiche mit der Guschen aus, zum Teil. Aber gesagt, was die Leute wirklich einfach merken, ist, dass, wie es der Daniel gesagt hat, dass man uns einfach, dass man einfach merkt, dass man uns spielt, ja. Und dass man uns auch die Spielfreude einfach auch aussicht und anmerkt. Nicht nur, wie wir uns jetzt manchmal ausschauen, also wenn unsere Partnerinnen nicht so gefestigt waren, dann werden sie vielleicht eifersüchtig werden manchmal. Aber es ist halt so, Gott sei Dank. Ich meine, es ist auch nicht nur so, dass wir miteinander spielen, sondern der Daniel kennt halt vom Altheim meine Buse, aber er ist in Wirklichkeit mein bester Freund. Und das merkt man halt natürlich auch in den ganzen Konglomerat. Nicht, dass es nicht hier und da mal schräge Worte auch gibt und einmal, wenn irgendwas nicht hinhaut. Redet man das nachher natürlich auch durch und sprechen es natürlich auch, so wie es auch, glaube ich, sein soll. Aber grundsätzlich ist es eine Sache, dass wir nicht irgendwie übersättigt sind. Also auch in dem Jahr her, nicht, wo wir so viel eigentlich live spielen wie bisher noch nie, nämlich über die 40 Mal. Und auch eigentlich jetzt im Dezember sind es noch 5 Mal bis zum Jahresende. Und das eben, wie gesagt, neben dem normalen Berufsleben, das wir beide noch auch begleiten. Und andere Bands auch noch. Ja, eben, und andere Bands so, so ist ja nicht. Ne? Es gibt ja Leben dann auch neben ja. Also. Nicht viel, aber es ist so. Nicht viel, naja.
Naja, es ist schon ein Hauptteil in Wirklichkeit eigentlich. Also wir erinnern uns ein bisschen eigentlich an meine Jugendlehrer eigentlich, wo ich mit 13 angefangen habe, weil mit 12 habe ich eine Gitarre geschenkt gekriegt von meinem Vater, der irgendwann von einer Dienstreise heimgekommen ist und ich überhaupt nicht gewusst habe, warum er mir eigentlich eine Gitarre schenkt. Ich habe niemals den Wunsch geäußert, dass ich eine Gitarre hätte wollen. Und dann habe ich mir aber gedacht, natürlich bin ich gegangen in die, wie es damals halt so üblich war in der Schule, in diese Spielmusik-Geschichte. Da war ich dann auch, glaube ich, eine Stunde dabei, weil der mir auf zwei Seiten zupft und das ist kein Gitarrespielen. Ich hatte einen Jugendfreund, wo ich aufgewachsen bin, in Oberösterreich draußen, der damals schon mit 12 gespielt hat in der Kirchenband mit der weißen E-Gitarre und der war natürlich für mich der King. Also was für einen der Captain war, war für mich mein Freund Günther damals. Und ich habe dann von ihm gelernt, die ersten paar, glaube die ersten drei oder vier Akkorde und ich weiß es noch, wie man es gestern gewesen war. Mein erstes Lied war Pedro von Peter Alexander und Pedro von Peter Alexander. Und ich habe keine 2 Sekunden oder 3 Sekunden braucht zwischen die 4 Akkorde zum Umgreifen. Also ich war schon recht ungeübt. Und habe aber dann gleich zu Weihnachten drauf, haben wir dann auch E-Gitarre gewünscht. Und kurz darauf ist unsere damalige Jugendband entstanden, die wir vom 13. bis zum 18. Lebensjahr wahrscheinlich außer Moped fahren, sonst alle möglichen Blödheiten irgendwie, die man im Jugendjahr versammeln hat lassen. Weil da hat es auch fast nur mehr das gegeben. Ich kann mich erinnern, wir sind neben meiner Lehre, weiß ich nicht, am Abend haben wir sie nach der Lehre, um 5 Uhr war die Firma aus, um 6 Uhr sind wir im Zug nach Baden gesessen, nach Bad Vöslau, weil wir dort einen Proberaum gehabt haben. Wir haben ja, glaube ich, weiß ich nicht, 27 oder 28 Proberäume gehabt in die 5 Uhr, sind überall rausgeflogen, weil wir zu leise waren. Ne? Und haben dann 4 Mal in der Woche sind wir nach Bad Vöslau gefahren. Ja. Also ich weiß nicht, was das heute wahrscheinlich, keine Ahnung, ich traue mir es nicht behaupten, aber was das heute an 13-, 14-, 15-Jährigen sagst oder 16-Jährigen, ich sage dann nicht besser. Na, geh jetzt noch, ich hab was anderes anzutreten. Du musst jetzt mein Instagram mit dir holen oder so. Oder meine Netflix oder meine Serien fertig schauen, 35 oder sowas, weiß ich nicht. Aber gut, ja, sowas. Ja, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, was das betrifft. Ja. Keine Frage. Aber es gibt Gott sei Dank, also ich habe es kennenlernen dürfen, einen jungen Pianisten jetzt, der ist 19. Es gibt nach wie vor Gott sei Dank noch solche, die auch so in das eine kippen. Und auf das auffahren. Nein, da bist du schwindlig. Du kannst auf YouTube auch schon 7-Jährige, die spielen wie Gott. Ja, da kann ich dann nur das. Ja. Die ziehen sich das eine, dann kannst du auch die Spielfahren Hegeln Sachen noch. Aber das heißt, das nächste Mal kriegen wir dann Pedro zum Herrn. Den hast du nicht gekriegt. Von dem steige ich da jetzt nicht mehr an. Ah ja, das ist ja im weitesten Sinn auch ein Stück österreichische Popularmusikgeschichte. Aber wenn schon eine Zeit lang her ist. Aber ja, was weiß man, ob man das bis dahin noch einstudieren muss. Aber beim nächsten Mal kann ich bei Exxon im Joker am 23. zum Weihnachtsspecial. Da haben wir auf jeden Fall auch ein paar Sachen drin. Aber Peter ist nicht dabei. Passt aber weniger in die Jahreszeit. Ich wollte gerade sagen, das machen wir dann eher im Sommer, wenn es wieder kommt. Ja, wenn die Weststraßen am Balkon wieder hinten genau. So ist es. Da machen wir dann das. So können wir das tun. Ja. Nein, aber das ist schon. Die Vorgeschichte halt ein bisschen. Ja, nein, super Vorgeschichte. Ich meine, ganz ehrlich. Was aber jetzt hast du die Nägel im Wachsen lassen in der Zwischenzeit. Weil beim Gitarrespielen. Wenn man beim Gitarrespielen brauchst, dann zumindest auf der Rechten, nicht? Was ich immer gelernt habe. Das war nicht meins. Mein Vater hat Piano gespielt, das war sich für mich nicht ausgegangen. Weil wir haben, ich meine, wenn du in einem Internat. Du hörst da Piano, also. Das stimmt, aber wenn du in einem Internat bist, in einem sozialpädagogischen, wir haben einen Burschenanteil gehabt von. Also die Schule hat gehabt 5 Klassen, sagen wir, waren es über ein bisschen über 100 Leute und wir waren 3 Buben. Und da warst du natürlich mit der Gitarre am Lagerfeuer, warst der King. Schlepp einmal. zum Das macht relativ viel. Wunderbar, soll ich aber noch besser gewesen. Oh, der war Saxophon. Ja, da war Flöten. Natürlich. Ja, das ist Querflöten. Also das war, da warst du schon wer. Gitarre haben wir die ganze Zeit dabei gehabt, die ist eigentlich mitgekriegt. Die haben sogar im Unterricht geübt. Also nicht im Gitarrenunterricht, sondern im Normalunterricht. Das ist ganz arg. Ja. So böse meint sie ja. Ja, ja. Nein, aber ihr seid, euer Repertoire ist ja mehr so die österreichische Popularmusik. Und da muss ich sagen, wie gesagt, eure Konzerte sind immer Pippi-Fan und wirklich ein Ohrenschmaus. Und ich glaube, die Leute, die ja da dabei sind, immer. Die sind da mit Herz und Seele dabei. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn die Community, wie man so sagt, jetzt neuerdings immer ständig am Wachsen ist. Und darum sind wir auch recht froh, dass wir da
ein bisschen Rede und Antwort heute geben können über unseren, über unseren kleinen Werdegang und darum ein Dankeschön an, an dich und vor allem an Okto natürlich. Und ja, es ist einfach so, dass man unser Publikum meistens eher, eher in meine Altersrichtung tendiert, aber die, die Leute, die halt so sind, im Daniel sein Alter, also halb so alt wie ich ungefähr sind, doch auch nachkommen. Das heißt, es ist, man muss sich um den Austropop oder um den deutschsprachigen Gesang und die Fans dafür, glaube ich, keine allzu großen Sorgen machen. Gott sei Dank. Nein, ich glaube auch nicht, vor allem in Dani sein Alter, die werden auch irgendwann einmal älter. Und ja, das ist du kennst mich auch nicht anders. Also, ja, jetzt mal so ungefähr das gleiche Altersglas. Da ja, ist nicht sehr viel Unterschied. Ja, ja. Gut, meine lieben Herrschaften, es war wunderbar, dass die zwei heute bei uns waren, der Daniel und der Manfred. Ich kann euch nur empfehlen, ob sie jetzt da spielen bei uns im Jocherl, ob sie spielen in Amadeus unten im 15. Hucht euch das an, schaut euch das an. Kommt zu euren Konzerten, ihr findet das meiste im Facebook, habe ich gesehen. Instagram hat es, glaube ich, auch vertreten, wenn ich mich nicht täusche. Und ja. Homepage? Homepage ist gerade in Arbeit, wir sind gerade mitten dabei. Wir haben sie fotografieren lassen von einer wunderbaren Fotografin. Sind gerade dabei am Stricken der Homepage. Die Adresse wird dann sein, soll man schon verraten? Ja, man kann schon verraten. map-musik.at. Da wird es dann spätestens ab dem nächsten Jahr, sollte es sich ausgehen, dass man alle unsere Termine, unsere Dates quasi findet, wo man uns lauschen kann.